Servus zusammen. So, weiter geht's. Nehme ich auf? Ja. Wir waren in der Spukvilla und wollten uns die Kiste holen. Ich habe leider nicht rausgefunden, wie ich an diese Kiste komme. Mich bezelt's jetzt natürlich, aber letzten Part schon so. Oh Gott, wo war's denn? Komme ich da jetzt auch durch, oder? Ich bin noch von irgendwie anders da. Ach, schauen wir mal kurz. Und keine Ahnung, wie ich an diese Kiste komme. War das jetzt überhaupt hier? Jetzt bin ich gerade... Ja, genau. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz, aber ja... Es bezelt mich jetzt natürlich. Komm, geh weg. Aber keine Ahnung. Ich weiß, hier im Lichtstrahl, aber da kommen wir nicht mehr hin. Ich weiß nicht, wie ich da überhaupt Licht gemacht hatte, aber... Ich glaube, da hatte ich doch diesen... ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Dieses Vieh, wo ich doch in dem Part dachte, dass es ein Pinguin ist, das in einem Loch steckt. Also ein Gegner. Und dann war das so ein... dieser eine Typ da, der den Laserstrahl anschießen konnte. Wahrscheinlich... Ja, da habe ich diese Bombe runtergelassen. Genau. Und dann musste ich mit den Schaltern natürlich das Ding mal machen. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt brauche für dieses Rätsel. Und ich kann den Strahl ja selber nicht mehr machen. Falls das überhaupt damit geht, aber ja... Nö, keine Ahnung. Ich kriege ja hier dauernd Bomben, also und ich kann ja, das bringt ja nichts. Aber selbst wenn ich den jetzt hier... Weg da. Umschalt. Ich meine, so lange geht die Bombe ja gar nicht durch. Ich komme gar nicht mal so weit hin. Das Einzige, was ich jetzt gedacht hätte, dass es hier was wäre... Aber wie man sieht, sieht man ja nichts, ne? Ja, das habe ich schon probiert, oder? Ja. Boing, 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 boing. Ja, mich bezelt jetzt natürlich, weil das ist so nervig, ne? Es muss ja jetzt schon eine Lösung geben, denke ich mal. Weil ich habe ja alle Charaktere. Kann ich das mit Feuer oben auslösen? Ja, es ging auch immer mit diesem komischen Strahl. Aber ich kann den Strahl jetzt mit ihm... Nein, das wüsste ich doch jetzt schon, wenn ich da mit dem Strahl irgendwas machen könnte. Wir können auch probieren mit dem Move hier. Der Typ, der gibt uns ja ganze Zeit Bomben, aber die haben wir wahrscheinlich für irgendwas gebraucht. Für was habe ich die Bomben gebraucht hier? Weil ich weiß, man hat hier diese große Bombe runterrollen lassen. Um, ich glaube, solche Dinger hier kaputt zu machen. Und mit dieser großen Bombe könnte ich mir vorstellen, dass man hier das Ding da auch kaputt macht. Hier, aber normal ist das ja eingezeichnet, ne? Na, wobei, er geht da ein bisschen rein, kann schon sein, aber den habe ich schon probiert, glaube ich, oder? Oder habe ich den schon probiert? Ich wollte jetzt gerade eine Bombe werfen, aber ja, klar. Ja, okay, war jetzt auch nicht so ergiebig, aber okay. Mann, jetzt in dem Moment, wo er ein bisschen in das Ding da rein ist, dachte ich, okay, da kann man was wegsprengen, aber... Ja, die Bomben hätten dann wahrscheinlich auch funktioniert. Ich dachte jetzt mit dieser Bombe da oben, aber ich denke mal, die mobilen Bomben hätten jetzt auch funktioniert. Mann, oh Mann. Ja, cool. Ich muss einfach... Boah, hoppale. Ich muss einfach immer... Ich denke mal, auch immer die Waffen ausprobieren, ne, und antesten und schauen, ob da nicht eine funktioniert. Aber ja, habe ich wieder mal nicht gemacht. Okay. Da ist nichts mehr. Gut, das mit den goldenen Parts. Im letzten Part, das habe ich hier gesehen, dass da was ist. Aber ansonsten sehe ich, hier könnte noch was sein. Aber da ist der Korken... Ich weiß nicht, wie man da durchkommt. Ansonsten hier über dem Fragezeichen, hier im Wasser sehe ich noch was, aber... Also ich habe echt keine Lust, in dem Guide zu schauen, wo die restlichen Teile sind, weil bis jetzt haben wir keinen Guide gebraucht und ich will keinen Guide verwenden. Weil wir haben eine Karte gehabt für das Schwert, für die Rüstung. Ich meine, vielleicht kommt noch eine Karte für die anderen Teile. Aber jetzt schauen wir erstmal die Fragezeichen durch. Und nicht vergessen, auch die Waffen ausprobieren. Wo waren wir zuerst hin? Ich glaube, das... Moment mal, das war es eigentlich schon die größten Teile, oder? Fällt mir dazu auf. Wir müssen hier nicht mehr hin. Ich fasse es immer noch nicht, dass ich den Morgenstern nicht ausprobiert habe. Verdammt! Aber das ist doch auch ein bisschen blöd. Mit dem Thundercat da durchrauschen geht nicht, aber der Thunder... aber der Morgenstern, der geht. Aber ja, klar, der ist aber da für diese speziellen Steine. Mann! Ich will es ja nur... Ich will mein Versagen nur irgendwie schön reden. Oh.
Und hier ist der Mittelfinger. Das ist ein Mittelfinger. Also das ist... Nee, ich sehe jetzt aber nichts. Also ich suche jetzt gerade... Ich schaue jetzt gerade wegen Fragezeichen. Und... jetzt ist schon wieder diese Lücke hier mit dem Korken. Jetzt dachte ich gerade, da ist eine Lücke. Nee. Ich will gar nicht wissen, was ich schon alles verpasst habe, nur wie diesen scheiß Morgenstern ich immer mal verwendet habe. Oh, da ist noch was im Wasser. Das ist ein Fragezeichen. Ja, aber dann bleibt uns eigentlich nichts. Dann ist das eigentlich alles denn hier. Hier rein teleportieren. Dann würde ich sagen, schauen wir einmal hier rechts runter. Dann teleportieren wir uns zurück und schauen uns hier links die ganzen Sachen an. Da ist doch ein Plan. Okay, dann holen wir uns den Stab. Und gehen mal rüber. Jetzt schauen wir mal. Und zwar, wir wollten erst einmal... Genau. Und dann schauen wir hier mal unter Wasser. Mal gucken, was da so geht. Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Vielleicht haben wir Glück und das ist was ganz Tolles. Oder wir haben Pech und das ist wieder so ein... Ja, nee, diese Powersteine oder wie die heißen, diese lilanen Main. Ich will... Herzteile fehlen uns noch 3, glaube ich. Vermutlich, es werden 20 sein. Ja, es werden ganz sicher 20 sein. Yay! Ach komm, geh weg. Okay, das ist wieder was für Thundercat. Thundercat. Yeah! Schon. Juhu. Ah, gut immer. Das ist noch ein gutes Stück weiter. Komm, ich will da rüber düsen. Yay. Yeah. Und weiter. Bis die Kondition am Ende ist. Jetzt. Da mal aufladen. Sehr schön. Ah, hier war das mit dem Schweinchenbraten. Dann nehmen wir einen Frosch und gehen auf Tauchgang. Boah. Boah. Okay, wir müssen hier links runter. Nee, das mache ich mal so. Das verletzt mich nicht, oder? Nee. Yeah. Ob hier noch irgendwas? Ne, Münzen haben wir genug. Schön gefarmt. Nein! Okay, noch eine Etage runter. Das ist er doch hier, oder? Komm, 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 komm. Okay, wir sind eigentlich so gut wie da. Ah, lass mich da hoch. Das kann man doch bestimmt sprengen, das Ding, oder? Oh, nee, kann man nicht, okay. Aber schwimmen wir jetzt da nicht am Schatz vorbei? Ja, der ist schon hier irgendwo. Ah! Oh! Ich meine, yay! Dann zurück teleportieren, was jetzt unter Wasser. Ich weiß nicht, geht das? Ah, aufladen. Jawohl. Wunderbar. Einmal zurück, bitte. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal runter und schauen uns auch mal, was über diesem Fragezeichen ist. Wie komme ich da hin? Einfach hier runter. Und Waffe auch gleich wechseln, bitte. Da runter. Dieser verdammte Morgenstern, das ist... Tja, dann... Ja, ich kann jetzt nur so lang, okay. Ah, ich denke mal, das werde ich schon gemacht haben. Nee, Frosch, komm her. Okay, nach links. Muss ich da schnüffeln für eine Tür oder was? Oder was war das hier? Ah, okay.
Dann komplett nach links durch. Jawohl. Bong. Nochmal nach links. So, jetzt bin ich echt gespannt wegen dem Fragezeichen nach oben dann. Ob dann drüber noch was ist. Dann nach unten bitte. Und wir sind da. Komm, zeig dich. Doch, da sind wir ja. Okay. Ich pack mal den Morgenstern aus. Nee, aber man sieht ja, wenn er so ein bisschen in die Mauer reingeht, dass dann die Steine da sind, ja. Das sieht man jetzt da nicht. Okay, aber was könnte ich... Hoppele. Was könnte ich denn hier? Muss mal sehen. Wirbelsturm, Blitz, Bombe, Feuer. Mal, werfen wir Spaß, haben wir mal eine Bombe. Na, nee. Nö, nö. Feuerspucken, mal im Team, aber. Schau mal, das könnte wieder so Millimeterarbeit sein hier. Schnüffeln wir mal mit ihm. Komm. Schnüffel hier das grüne Zeug weg. Nein. Na, die Schlange, aber. Kann ja auch nirgendwo hoch. Aber er ist hier. Dieser verdammte Schatz ist hier. Okay, wie ist es hier mit Gegner besiegen alle oder sowas? Ist hier irgendwas? Nee. Da ist auch keiner. Und da komme ich dann schon in den nächsten Abschnitt, ja. Ha. Irgendwas. Was? Ah! Oder hier reinstampfen? Das habe ich noch nicht probiert. Hey! Achso, geht das? Ja, es geht aber. Das bringt mir jetzt auch nichts. Bonbon. Nehmen wir doch mal den Drachen. Der ist doch wieder hier so ein Millimeter-Scheiß, oder? Nee. Komm schon. Also konnte man hier auch überall lang laufen, oder? Ja, doch. Da war durchs Wasser irgendwie. Aber ich kann jetzt, müsste er durchkommen oder könnte. Nein, jetzt geh rein. Dürfte mir jetzt nichts ausmachen, ja. Nee. Aber es ist ja keine. Das ist ja keine versteckte Kammer oder sowas. Das ist schon einfach da. Schalter da. Okay, das war jetzt nur dafür. Mann, wieso nehme ich auch den Frosch gerade? Ja, egal, komm, wieder. Alter, wie viel Energie ich jetzt hier. Sind wir da? War ich da schon? Boing. Okay, das tut dann mal das Wasser wieder hoch. Verdammt! Ich dachte schon, vielleicht ist das jetzt irgendwas. Aber wenn ich jetzt das Wasser mal runter, aber das wird ja auch nichts bringen, oder? Schauen wir mal. Schmeide ich hier rüber, da kann ich. Nee, kann ich nicht, okay. Ah, Mann, komm, einmal den Frosch. So, dalle. Schauen wir mal kurz, ob sich dann hier dem. Ja, denke jetzt mal nicht, aber. Ob sich jetzt in dem Abschnitt hier rechts was verändert hat dadurch. Nee. Nee, 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 da hat sich nichts getan. Ich könnte eine Stampfattacke mal von ganz oben machen, aber. Oder von hier, ich meine.
Aber was soll denn das bringen? Genau. Nee, dann schauen wir es mal. Also, ich habe einen Morgenstern probiert. Da geht nix. Ja, die macht mich jetzt echt irre, die Kiste. Das gibt's doch nicht. Eisklinge. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier vielleicht das Ding hier einfrieren kann. Nee. Ach, ich drück immer hier Map. Ritterspeer, Dolch, Feuerklinge. Ich weiß nicht, was soll denn da gehen? Stab, alte Klinge, nee. Dann müsste es doch wirklich irgendein Char können. Mei, er kann halt Feuer. Er kann überall hin, aber ab wann wird denn das Fragezeichen über mir angezeigt? Jetzt schon, na. Hm. Zeig dich verdammt. Nee, ich fürchte. Ich probiere mal hier so, weil nicht, dass es hier wieder so irgendwie. Ich sehe hier auch keinen Hinweis. Also hier ein bisschen. Naja, Moos, toll. Aber sonst nichts, ne? Komm, gehen wir nochmal den hier. Ne, den noch. Schweinchen kann da auch nichts machen, oder? Mit den Dingern kannst du auch nichts machen, ja? Ne, ne, ne. Ansonsten mal mit dem Schweinchen die Fähigkeiten nur noch. Aber sonst sehe ich jetzt. Mei, das wird ja wieder so ein Part hier, wo ich jetzt eine Stunde lang hier an dieser Kiste hier rumsuche. Ey, das gibt's doch nicht. Nee, Bombe hatte ich probiert. Das tue ich mich selber noch sprengen. Einen Feuerball in die Richtung mal abfeuern. Naja, gut, Bumerang, ich weiß ja nicht. Oder ist hier was hinter diesem schwarzen Schatten? Tornado. Blitz. Und Bombe wieder, nee. Krass. Krass, krass, krass. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie komme ich da hin? Aber ich würde sagen, dann machen wir jetzt. Schauen wir uns das Fragezeichen oben an, weil ich komme hier jetzt gerade echt nicht drauf. Was für eine Fähigkeit ich jetzt da einsetzen muss, um hier eine Kiste herzuholen. Ja. Ich meine, ich kann hier nichts machen mit diesen Sachen. Also ich sehe jetzt jedenfalls nichts. Schauen wir, ob hier noch irgendwo was ist. Ein Schall. Also hier ist einer, aber der scheint defekt zu sein. Also ich kann hier auf den draufhauen oder sowas. Kann ich ein. Ich probiere jetzt alles überall den Morgenstern nochmal aus. Nee. War da mal ein Schalter? Ist das jetzt nur Deko oder? Haben wir hier irgendwas, was wir drücken können oder sonst irgendwas? Nee. Popo. Dorf Lupia, ja, sehr schön. Ist nix. Gehen wir den hier noch kurz. Nee. Und da komme ich ja wieder in andere Abschnitte rein. Nö, sorry. Müssen wir mal erstmal pausieren mit der Kiste. Ich hoffe mal, es wird mit der nächsten Kiste jetzt hier einfacher. Die soll hier oben sein. Ja. Okay, ich sehe sie schon. Da scheint jetzt aber nicht so das wertvolle Zeug drin zu sein. Aha. Tatsache, über der Kiste war nochmal was. Das war nicht eingezeichnet, das heißt, es muss ein goldenes Teil sein. Ja, okay. Was haben wir da? Armband. Okay. Armband ist hier. Zwei Stück fehlen noch. Wo geht's da lang? War ich da schon? Oh. Okay. Ich wollte nur gleich zurück, weil ich dachte jetzt gerade, ey, hoffentlich ist das nicht so eine Verpuff. Tür, die mich dann nicht mehr zurücklässt. Oh ne, ja, Geld haben wir genug. Schauen wir mal, dass wir die andere Kiste holen. Ja, okay, wir haben ein goldenes Teil gefunden. Och, komm jetzt. Ja, genau.
Ach stimmt, der saugt jetzt die Sachen dann ein. Mann. Gib mir wieder den hier. Ja, dann halt nicht. Ja, okay, ein bisschen Geld, na toll. Okay, diese verdammte Kiste da unten, ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Oh, da rechts ist noch eine. Habe ich die übersehen? Nee, konnte ich noch nicht hin. Dann schauen wir mal zur nächsten Kiste. Das Blöde ist, ich komme jetzt nicht da runter, oder? Oder kann ich hier wieder runter? Doch, kann ich. Sehr schön. Juhu! Och, Mann, diese blöde Kackkiste da, ey. Was soll man denn da machen? Ich habe alle Gegner besiegt. Muss ich hin? Nee, ich kann hier runter. Und die nächste Möglichkeit. Hoppale. Hier rechts haben, oder? Jawohl. Okay. Aber das war's nicht. Muss noch weiter rechts. Moment. Ja, okay, ist nicht viel. Nee. Moment. So, hier gibt's eine Kiste. Ruhe da oben. Ah! Okay. Hier gibt's keine Kiste, hier gibt's Noten. Ich glaube sogar, das ist das letzte Notenblatt damit. Okay. Ich schaue jetzt nochmal hier runter zur Kiste. Auch wenn es nervig ist, ich will wissen, wie man... Das kann doch nicht sein, dass das jetzt so schwer ist, an diese verdammte Kiste da unten zu kommen. Es war hier. Sind denn... Hier ist eine Fackel. Gibt es hier noch irgendeine Fackel, die aus ist? Man muss hier irgendwas machen, damit unten die Kiste erscheint. Ich denke mal, das so wird es sein. Hier ist nichts. Ich kann hier nichts anzünden, nichts kaputt schlagen. Schade, ich habe jetzt gehofft, dass hier vielleicht noch eine Fackel ist. Hier ist sonst nichts. Hier ist auch nichts. Und hier auch. Das habe ich schon probiert. Weiß nicht, kann ich hier irgendwas? Nee. Nee. Das ist jetzt echt blöd. Aber. Das ist halt echt blöd, weil ich muss dann den Weg wieder zurücklaufen, wenn ich dann nochmal nachschauen will wegen dem Ding. Aber ich komme jetzt echt nicht drauf, wie man hier... Ist da irgendwas? Hier oben? Was man hier machen soll, damit... So blöde... Lass mich mal dahin. Ne, auch nicht. Sobald ich hier da... Okay, da bin ich noch im Bildschirm, klar. Vielleicht der... Achso, ne, der Schalter ist dann gleich wieder deaktiviert, wenn ich rausgehe, oder? Ja. Okay, ne, das bringt nichts. Ah, weiß es nicht. Ja, verdammt, verdammt, verdammt. Ich würde sagen, dann schauen wir jetzt erstmal die Kisten oben, weil das ist jetzt echt blöd, weil jetzt hier rumlungern und nicht wissen, wie viel haben wir. Ja. Also das. Oh. Mei, ich hab's auch mit dem. Es wird jetzt wohl nicht wieder an dem Morgenstern liegen. Irgendwas muss man doch hier machen. Stampfattacke habe ich probiert. Hoppale. Jetzt lass los, Mann. Nee. Ich weiß es nicht. Der Part ist, glaube ich, so schon langweilig genug, weil ich hier die ganze Zeit an diese Kiste rumhänge. Jetzt schauen wir mal nach oben. Und schauen mal, was es da gibt. Und da war auf der Karte auch noch was eingezeichnet, ich glaube unter Wasser, aber... Ja, da wird auch ein goldenes Teil sein, hier. Dann schauen wir jetzt erstmal hier links das Fragezeichen an. Was sollte man denn da unten machen, ey? Es ist doch... Oh Moment, ich speichere mal kurz, nicht, dass da was passiert. Und dann bin ich wieder irgendwo hier.
ging irgendwie. Okay, nach links. Können auch noch mal dem Olli die Noten zurückbringen, weil jetzt haben wir alle. Ich vermute mal fast, er würde uns nur Geld geben. Oder vielleicht gibt er uns ein goldenes Teil. Wer weiß. So, mal kurz den Stab weg. Jetzt müsste... Ah, noch weiter links. Hier, oder? Da. Okay, dann wird es wohl hier irgendwo versteckt sein. Okay, es ist hier, ja. Das ist schon zu weit. Nee, okay. Ich bin jetzt direkt um Fragezeichen. Und schauen wir mal. Ah! Ach, das Ding. Ja, da waren wir schon. Wenn ich da runter... Bleibt mal da? Nee, dann bin ich auch hier. Okay. Das heißt, es muss schon... Ganz kurz, also nach links nichts, oder? Nee. Wo bist du? Zeig dich. Zeig dich, Kiste. Ich weiß, dass du hier bist. Okay, den Schalter habe ich schon mal... Jetzt tut er wieder nicht Feuer spucken. Das ist echt komisch. Das ist echt komisch manchmal, ja. Immer noch, vielleicht komme ich von da rechts irgendwo hier rein. Das sieht doch hier, oder? Ah, nee, aber das habe ich schon, okay. Das habe ich schon. Was war denn dann? Da war ein golden. Ah, da war. Da war ein Teil der goldenen Rüstung drin. Du bist jetzt nicht hier drin, oder? Das wäre jetzt auch mal lustig. So hier drin einfach eine Truhe. Ach, man kann übrigens mit 4 ganz auffüllen, aber muss gar nicht. Machen wir doch mal. Wo haben wir es hier? Okay, nee, hier ist jetzt nichts irgendwie so versteckt oder sowas. Nee. Aber hier oben, das sieht doch schon so aus. Schnüffeln wir mal. Nee, es wird... Weiß nicht, ob Schnüffeln jetzt echt vielleicht... Das wird nur an vordefinierten Plätzen sein, so, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass das auch so irgendwo sein... Ohne Hinweis oder sowas. Oh! Oh! Das ist aber mies ein bisschen, oder? Okay, ein bisschen Kohle. Aber unten bei der Kiste, nee, da habe ich auch überall mit Feuer gespuckt, ja. Da war nichts. So, dann links. Noch weiter links. So, dann mal. Krieg mal dich. Noch nicht. Okay, weiter links. Dann unter Wasser, oder? Ja. Einmal speichern. Okay, hier unten dann. Dann geben wir mal einen Froschi. Hier, ne? Ja, hier ist ein Fragezeichen. Was können wir denn machen, was wir vorher nicht konnten? Ja, das hier. Mr. Morgenstern. Dauert zwar ein bisschen länger mit dem Morgenstern, aber es ist schon cool. Bam! Ah! Macht das kaputt? Och. So. Nach oben. Ja, genau. Scherzkeks, ey. Okay, ich könnte jetzt Energie gebrauchen. Okay. Hm. Herzcontainer wären wir jetzt schon lieber ein bisschen, ne? Mal wieder ein. Man konnte doch diesen Supersprung da irgendwie raus, ne? Okay, jetzt schauen wir mal hier links. Geht's da nochmal weiter? Wo haben wir? Ja, jetzt mal hier noch. Schauen wir mal. Da wird ein goldenes Teil drin sein. Das ist wieder so ein... wo ist denn der Speicherpunkt hier? Ist irgendwo eingezeichnet. Bin vorbeigelaufen. Ne, also. Ne, das war Rüstung. Da kann ich mir nicht aufladen, ne. Okay, weiter links. Wie es ausschaut. Ja, genau. Geht's dann Wasser runter. Puh, sehr schön. Okay.
Her mit den Herzen. Jawohl. Und dann wollen wir hier runter. Sag ja genau, ey. Waren wir da schon? Geht's mir nicht auf die Nerven, ich muss mich hier umschauen. Wenn, dann gibt's mir Herzen, verdammt. Okay, das ist hier für die Schlange. Da sehe ich die Kiste schon. Da ist doch wieder so ein Millimeter-Ding hier. Schauen wir mal. Okay, die Blase, die brauche ich dann nicht. Ah, die brauche ich jetzt, weil ich dann wohl mit der Schlange durch muss. So. Na, wo ist der Eingang? Hey! Naja, da würde man ja sehen. Da rechts drinne? Komme ich nicht rein. Oh, da ist aber... Hoppale. Da ist rechts so ein Gitter. Kann man... Lassen wir mal schauen. Nee. Dann lass mich mal hier rechts nochmal gucken. Jetzt sind die auch wieder da. Komm her, bevor mein Sauerstoff alle ist. Och Mann, jetzt. So. Hier, da kann man doch durchschießen oder so. Ganz kurz hier. Ich habe ja die gute Zunge. Was gibt's mir denn keine Energie, ey? Achso, mit der Zunge kommen wir nicht durch. Da bin ich auch mit Feuer oder sowas mal durchgekommen. Das weiß ich nicht. Da muss ich jetzt verschatten. Oh. Warte mal. Schere Stiefel. Ach, der mit seinem Feuer. Das. Ah, geht gar nicht, okay. Okay, lass mich mal kurz da nochmal raus. Ach so. Nee, der kann das nicht. Kann er das? Oh Mann, 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 bleib mal hier jetzt. Ich muss erst mal zum Feuerball wechseln, ey. Ah, er kann das, okay. Dann schweb nochmal hoch, bitte. Feuer! Okay, ja. Juhu! Ja, das... Nee, das brauche ich jetzt gar nicht. Warte mal. Gib mir nur den Frosch wieder. Oh. Natürlich bist du wieder da. Dann Snakey. Ja, und das goldene Teil drin, weil es wurde ja nicht eingezeichnet. Schauen wir mal, was haben wir da? Schild, ne? Ich glaube, Stiefel wäre jetzt cooler gewesen, ja. Okay, Schild noch eins, Stiefel noch eins. Blech, zwei Armbänder. Dann würde ich sagen, ja, sind jetzt bei 33 Minuten. Diese Kiste unten, scheiße, mei, aber... Schauen wir mal. Beamen uns erst einmal... Ja, beamen uns nochmal hier zurück, dass er das speichert. Wunderbar, gespeichert ist. Ja, das mit der Kiste ist echt blöd gelaufen. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich lasse mir... Was könnte denn da sein? Ich meine, ich habe geschaut, ob man da irgendwelche Sachen anzünden kann oder sonst irgendwas. Ich habe die Waffen probiert. Ich habe den Morgenstern probiert. Nee. Keine Ahnung, ich würde sagen, jetzt machen wir hier erstmal einen Cut. Dann, ja, wie immer am Schluss. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr über ein Like, wenn ihr abonniert, freuen und sehr, sehr, wenn ihr das nächste Mal reinschaltet. Ich glaube, es ist jetzt eigentlich, werden wir das nächste Mal... Ja, ich meine, die Kiste, mein Gott. Nochmal kurz schauen, ob wir goldene Teile irgendwo finden, aber... Ja, ich glaube, dass wir eher... Oh, hier ist noch... Das ist Frage von... Fragezeichen, wo gerade eh nicht, denn... Dass wir dann hier hochgehen, hier haben wir noch ein paar Fragezeichen. Ah, da unten ist gleich noch eins. Und dann machen wir hier oben weiter und schauen, was es da gibt. Und eventuell stoßen wir hier noch auf die goldenen Teile. Und dann geht's Richtung Endboss. Alles klar, dann hoffe ich doch mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.